Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Freunde der gepflegten Bowling-Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 von Bowl & Talk. Heute ganz besonderer Gast, Birgit Norex. Vielen Dank, dass du das mitmachst. Ja, gerne. Genau, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut und Angst, aber da werde ich durchmissen. Wer Birgit nicht kennt, wird sie vielleicht im Laufe der Sendung ein bisschen kennenlernen. Birgit needs 6 for the championship. She's got 10 and she's got the win. Birgit Norex of Germany is the 2022 USBC Queens Champion. Aber eigentlich, also wer Birgit nicht kennt, der weiß im Bowling nicht viel auf jeden Fall. Aber wäre auch nicht schlimm, dann lernt er sie jetzt kennen. Wir würden einfach anfangen. Und wie immer werde ich dann ein paar Fragen stellen, die im Vorhinein gestellt wurden. Gut Holz hier? Ne? Let's go! Ja, das habe ich befürchtet nämlich. Klatsch mir ab. Ja, klar. Macht man sowas in der PWBA noch? Oder? Das kommt drauf an, ab okay. Und zu schon mal. Ja. Also bei guten Würfen oder wenn man mehrere streicht, dann okay. Wird das schon auch. Ja, mal gucken, ob ich einen guten Wurf mache heute. Ja, das ist doch ein toller Start. Alle weg, oder? Dafür würde es keinen Klatscher geben quasi. Denn, ja. Vielleicht nicht unbedingt. Ja, das tut mir leid. Aber zählt genauso viel, ne? Steht ja, da oben. Das nicht. Ist mein Glück jetzt gerade, ja, genau. Ach, das ist mit Glück zu tun hier. Ja. Aber ich habe ja auch unruhig geschlafen, ey. Das lag aber am Super Bowl und nicht. Das auch. Das war keine gute Mischung. Ja, na gut, na gut. Der war besser. Der war besser als der erste auf jeden Fall. Geht doch. Dann würde ich auch gleich mit ein paar Fragen loslegen, weil sonst schaffe ich das gar nicht alles. Du willst nur mich hier aus meinem Rhythmus bringen. Das muss ich auch. Ja, das war mir jetzt schon zu gefährlich. Ja. Die erste Frage steht ja mal auf meinem T-Shirt. Was ist dein Lieblingsobst? Ja, Peter natürlich. Peter, klar, ja. Weil hast du Glück gehabt? Diese zwei tollen Jungs uns ja. In diese Welt beschert. Das da hat er uns viel Stress, aber auch Freude bereitet. Ja. Ja. Mehr Freude als Stress. Und ich habe auch gestern gehört von Marcel, wenn du jetzt nicht Peter gesagt hättest, dann hätte er dir Hausverbot noch erteilt, dann hätte ich gewonnen. Also ein Glück hast du es gesagt. Ja, nur weil ich gerade hier stehe. Ja. Ich habe ja so ein Gewinnspiel gemacht und Birgit hat tatsächlich hier ein wundervolles Trikot mitgebracht, um das es geht. Wer es jetzt sieht, der ist leider zu spät dran. Der hätte vorher einen Tipp abgeben müssen. Es wurden, ich habe jetzt leider nicht durchgezählt, wie viele es waren, aber von dir wird viel erwartet auf jeden Fall. Ja, also, das habe ich schon gesehen. Ja. Schauen wir mal. Aber wenn du so weitermachst, dann übertriffst du die Erwartung auf jeden Fall. Das wäre nicht gut für mich. Das wäre nicht gut für mich. Der hat auf jeden Fall einen Catcher verdient. Gut. Ja, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, es gab noch keine 300 bei Bowl & Talk. Oha, jetzt hast du es angesprochen. Muss ich auch. Ich rede da nicht drüber. Ach so, das tut mir leid. Hältst du gut mit? Ja, noch, ja. Aber ich glaube, ich muss dich trotzdem mit weiteren Fragen ablenken. Okay. Das wird mir sonst alles zu gefährlich. Zu gefährlich? Ja, das ist jetzt schon beunruhigend nämlich. Da muss ich als kleiner armer Affe. Aber ich stelle dir eine witzige Frage, die kam nämlich von Katsche. Ach so. Stimmt es wirklich, dass du den beiden kleinen Obstlern das Bowlingspiel beigebracht hast? Natürlich nicht. Natürlich nicht? Nein, natürlich nicht. Nee. Also, aber positiv beeinflusst bestimmt. Ja, also ich kenne die beiden ja auch schon seit, also Marcel seitdem der 7, 8 ist ja. Oder so, glaube ich. Ich bin ja ein bisschen älter als die.
Und ich glaube, ich hatte da nicht viel Einfluss drauf. Aber okay. Kennen die ja trotzdem schon beide sehr, sehr gut. Das wäre schön, wenn ich denen was beigebracht hätte. Dann hätten sie vielleicht also sie noch vernünftig weitergespielt. Ja, ja da wären vielleicht Sascha ein bisschen dran geblieben. So halt aufgehört und so, ja. Genau. Ich habe den beiden auch schon gesagt, wenn die dranbleiben würden ja, die sind oder die mehr machen würden. Wie so meine Schwester. Sie könnten eigentlich, aber haben ja nicht so den. Ja, ist schade, ja. Also Marcel, du hast es gehört, ne? Es besteht aber noch Hoffnung für dich vielleicht. Ja, der war voll oh angeschnippelt, ey. Tauweia, das, ja, das sowas brauche ich aber auch. Weil du wirst wahrscheinlich keinen Einzelpin verschießen und mir passiert sowas leider. Das sind ja immer gleich 10 Liegestütze, ne? Das oh, das du auch noch? Das weißt du? Ja, ich bin ja nicht im Nationalkader. Das ist egal, ist egal. Ach so. Feier. Da soll er nicht hin. Aber zumindest ist es räumbar. Ja, das Beste noch rausgeholt. Ja. Vorne. Bitte? Schon bist du sowas von vorne. Sowas von, ja, ja, aber das ist ja auch noch ein bisschen, ne? Ja, stimmt. Ja, jetzt kamen auch einige Fragen Richtung PWBA und so deine Vorbereitung. Ja, wie sieht es da aus? Wie viel trainierst du da? Während der Saison wird wahrscheinlich gar nicht viel Training möglich sein, denke ich mal. Ne? Also in der Regel sind ja die Turniere von Donnerstag bis Samstag. Hm. Und dann unter der Woche, je nachdem wie viel wir fahren müssen oder fliegen müssen, ja, versucht man schon da ein, zwei Trainingszeiten halt irgendwie mit einzubauen. Es kommt wirklich ein bisschen drauf an, wie der Zeitplan ist. Ja. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Letztes Jahr war okay, das sehr, sehr dicht beieinander, dass man eigentlich ja quasi gar keine Zeit hatte zu trainieren. Ja. Und dass ja auch sehr, sehr viele Spiele waren, dass man eigentlich eher einen Regenerationstag wirklich ja eingebaut hat. Glaube ich, ja. Aber so wie jetzt dieses Jahr versucht man das dann schon, da auch ein paar Trainingseinheiten mit einzubauen, okay, ja, letztendlich. Ja. Und wahrscheinlich dann davor hier in Deutschland? Ja, ich fahre jetzt morgen zu Tobias Gebler okay zum Training ja und dann werden wir, denke ich mal, die Planung bis zum Start der okay Tour ausarbeiten. Und ja, okay. Werden da, glaube ich, ja, einige cool Stunden vergehen, die man noch mal wieder auf der Erde ja verbringt. Ja, eigentlich musst du da auch einen YouTube-Kanal machen, das wäre schon interessant. Ja. Aber ist nicht deins. Nee. Nee. Ich darf nicht sagen, dass ich gar kein YouTube gucke, ne? Also. Ja, das ist ja auch kein Problem, aber das wäre schon ein interessanter Einblick auf jeden ja Fall. Ja, aber ich habe da einfach keine Zeit für. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich eigentlich auch nicht. Also, wenn ich nur Bowling spielen würde und nicht ja einen Vollzeitjob hätte, ja, dann glaube ich, wäre das möglich, aber so ja ist es echt schwer. Aha. Ja, na gut, muss ich nochmal den Ball extra sauber machen. Oh, Feier! Na gut, ja, das gibt auf jeden Fall wieder keinen Klatscher. Ja, aber es gibt ja einen Räumer. Der ist machbar zumindest. Sonst weißt du 10 Liegestütze. Da auch, okay. Eigentlich, der Fünfer muss eigentlich noch mehr geben, aber. Ja. Dann müsst ihr die live machen oder danach? Nee, hinterher. Hinterher? Ja, live werden. Kann ich also ansammeln. Ja. Weiß gar nicht, ob ich so viele schaffe denn. Geht doch. Ja, weil du das Reisen angesprochen hast, würde ich gleich da einhacken. Hast du da eine Reisepartnerin oder mit deinem Mann oder wie bist du da unterwegs? Also dieses Jahr werde ich mit der einen Finnin zusammen okay reisen, die ersten Turniere. Dann kommt meine Familie auch für die ah, Queens cool nach Las Vegas. Ja.
Und danach eventuell Martina wollte vielleicht mitkommen. Ach, okay. Und sonst habe ich ein paar von den Mädels auch aus den USA, mit denen ich dann da zusammen die Zeit verbringe. Spart ja schon Geld, ne? Auch ja, die Hotels und so. Ja. Seid ihr wahrscheinlich immer in Hotels untergebracht, sondern Autoteilen? Oder wie macht ihr das? Das kommt drauf an. Also oftmals nehmen wir auch Airbnbs, also dann mit mehreren Spielern zusammen. Letztes Jahr war es ganz gut, dass wir viel in der Midwest-Region waren, wo dann viele auch wohnen. Das heißt, dass wir keinen Mietwagen brauchen. Ah, das ist natürlich cool. Hilft natürlich dann auch. Ja, das spart nochmal Geld, ne? Ja, und dieses Jahr müssen wir mal gucken, ne? Kalifornien ist natürlich immer ein bisschen teurer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kenne ich jetzt nicht von Natur her, aber vom Urlaub, da ist alles einfach teurer. Ja. Genau. Ja, und Benzinpreise sind jetzt auch teuer. Das ist jetzt selbst in den Staaten angekommen. Ja, ne? Also da ist genauso Inflation wie hier. Also das ist. Können wir vielleicht nach dem nächsten Frame nochmal auf die Kosten so ein bisschen eingehen? Da kamen auch Fragen zu. Teuer, alles teuer. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Muss man halt ab und zu mal die Queens gewinnen, ne? Ist ja für dich kein Problem. Ja, der war schon auch sehr gut, würde ich sagen. Ja, da gibt es nichts zu meckern. 111. Da gibt es nichts zu meckern. Das ist auch noch. In die Borilla-Kasse. Ja gut, der war auch schon wieder nicht so gut geworfen. Ich würde sagen, Sambuca, wenn du räumst. Ne? In Sambuca gibt es da. Okay. Ja. Mir wurde auch noch eine Ablenkungsmethode verraten von Marcel. Wenn es bei dir zu gut läuft, soll ich sagen, dass Earl angerufen hat und du mal ins Büro musst. Ja. Marcel, die alte Schnatterliebe, ey. Ah, das war leider sehr, sehr weit weg. Passiert. Gut. Passiert. Da gibt es aber keine Liegestütze, oder? Nee. Hast Glück gehabt. Okay. Habe ich Glück gehabt? Ja. Nur insgesamt habe ich nicht so Glück gehabt, aber schauen wir mal. Ja, weil wir schon bei Kosten waren so ein bisschen. Es wurde auch gefragt, was kostet so ein Tourstart, so allgemeine Saison, kann man das sagen? Ja, also ich meine, das kann man ja alles nachlesen, sage ich jetzt mal. Die normalen Stops kosten $300, wenn man Member ist, also PWA Membership hat. Und ansonsten $400. Und die Major-Turniere, also US Open und Queens, kosten mittlerweile $500 Start. $500, nur der Start. Nur der Start. Ja. Wie viele Spiele spielt man da? US Open sind garantiert 3x8 Spiele Vorrunde und bei den Queens sind es 3x5 tatsächlich. Okay. Nur. Ja, aber es ist auch ein gutes Pensum immer, ne? Ja, das schon. Also, Marcel heute ja immer schon rum, wenn er 6 Spiele machen muss und das ihm den Daumen wehtut. Also wir machen ja in den normalen Events machen wir morgens 6 Spiele, Pause 6 Spiele und dann am nächsten Tag, wenn man weiterkommt, sind es nochmal 6 Spiele. Ja. Und wenn man also wieder Top 12 sind es ja nochmal 6 Spiele. Also ist dann schon relativ viel. Und, und dann haben wir ja meistens die paar Tage Pause und das hatten wir eben letztes Jahr nicht zwingend immer. Ja. Und da ist das dann schon irgendwann. Ja, von den Tagen Pause bis zum nächsten Stop. Ja, also das wir haben ja mittlerweile auch, wo wir an einem Ort bleiben und dann spielst du jeden Tag 12 Spiele und das eine Woche lang, wenn du jedes Turnier gut spielst. Ja, dann hat man halt auch gut gespielt und will sich nicht beklagen, aber dann ist eine kleine Pause danach schon. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Okay. War nicht ganz so da, wo ich hin wollte, aber. Ja, hat trotzdem gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, der war auch nicht da, wo ich hin wollte. Das ist schon mal nicht gut. Mit was kann man dich denn locken, wenn es nicht der Sambuca ist? Bitte? Mit was kann man dich denn locken, den zu räumen, wenn es nicht der Sambuca ist? Oh, ich weiß gar nicht, ob es Sambuca gibt. an sich würde das schon gehen, ja. Naja. Gut.
Ich glaube, ich lenke mich ja selber mehr ab als dich. Das ist nicht gut. Auch. Aber ganz es kamen auch so viele Fragen, ich muss dir die hier stellen, sonst kommt man ja gar nicht mehr dazu. Alles gut. Welche Ideen hast du, den Bowlingsport in Deutschland bzw. Europa bekannter zu machen? Ich glaube, das würde diesen Rahmen sprengen. Ja, ist auch immer schwer zu sagen, ja. Ja, also ich glaube, diese Geschichten sind halt der richtige Weg auf jeden Fall. Das ist natürlich mit sehr viel Eigenverantwortung, also Eigenengagement. Muss auch irgendwer machen, genau. Ist einfach so. Und wie ich sagte ja selber, ich habe die Zeit nicht. Du hast sie eigentlich auch nicht, aber du nimmst sie dir halt. Ja, genau. Habe ich mich jetzt reingearbeitet leider. Genau, ja. Also ich kenne mich auch mit diesem ganzen Firlefanz gar nicht so richtig aus. Ja. Aber das sind natürlich die richtigen Wege. Auch irgendwelche Livestreams bei, egal ob das jetzt eine deutsche Meisterschaft, Bundesliga oder sonst was ist. Und am Ende ist es halt natürlich wichtig auf Social Media, das ist halt der heutige Weg, da einfach viel Werbung zu machen. Wenn ich jetzt hier auf die Halle gucke, ist es gut besucht. Das für die Uhrzeit ist schon schön. Und auch wenn ich mit anderen Hallen gesprochen habe, dann hatten die auf jeden Fall gut Betrieb die letzten Monate, was ja nach der schweren Zeit mit Corona und so weiter auch also super zu hören ist. Und am Ende muss man halt natürlich versuchen, davon den einen oder anderen irgendwie zu begeistern, dabei zu bleiben. Und selbst wenn es halt nur Hausliga, Betriebssport oder halt erstmal über den Anfang, Weg dann irgendwo ist. Und das ist natürlich auch wieder mit irgendwo Eigeninitiative, die Leute anzusprechen, hey, habt ihr nicht Lust hier, wir haben hier eine Firmenliga oder Freizeitliga oder so. Ja. Aber ja, am Ende muss es halt darüber irgendwie passieren, denke ich. Ne? Und gerade Jugendliche halt auch. Ja, die muss man irgendwie ranziehen. Ja, genau. Geschichten auch bei den Mädels Nachwuchs. Das sind ja alles so Geschichten, die der richtige Weg sind, sag ich mal. Es braucht halt Zeit, glaube ich. Ja, ich denke mal, das ist ja eigentlich ganz gut. Da gibt es ja auch viele Teams jetzt in der Bundesliga, die streamen. Da muss es halt auch immer einen geben, der das macht und weiß, wie das geht. Und die Zeit haben, ist immer schwierig. Versuche mir auch ab und zu freizunehmen, aber es geht ja auch nicht immer. Man muss halt so Geld verdienen, weil mit den Streams verdient man auf jeden Fall nichts. Ja, ja, genau. Aber wir sind ja auf einem guten Weg, denke ich mal. Und Marcel ist auch da. Hallo. Du musst Birgit ablenken. Du musst Birgit ablenken. Die ist, die ist hier schon eingeloggt. Er hat angerufen, ne? Guck ihn dir an. Ja, er hat schon seinen Booker. Tut mir leid. Ja, wir mussten beide trinken, leider. Ja, ich muss ja heute nicht mehr fahren. Ich habe ja meinen Fahrer dabei. Ja, also. Siehst du. Ja, Frank Drevenstedt ist hier heute als Edelbetreuer bei. Also ich werfe jetzt mal ein Loch an und räume das, damit ich den mir verdiene, oder? Ist ja auf Deutsch, das verstehen die Amerikaner nicht, da kann ich mal was. Nee, die trinken nur Jägermeister oder so. Sehr gut. Deutscher Exportschlager. Genau. Oh, Gottes Willen, echt. Ja, schön, schön. Das wird schwierig, sag ich mal. Aber es geht ja eigentlich auch mehr darum, um das Gequatsche. Und ja, du halt, denkst dich, wie gesagt, selbst mehr ab. Ja, das geht mir in letzter Dieses Zeit Dieses Loch hat dich so verwirrt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, mein Loch hat dich verwirrt. Ist cool, oder? Ja, das ist zumindest räumbar. Das ist räumbar. Ich möchte jetzt keinen Druck aufbauen, aber... Liegestützen warten, denk dran, denk dran. Ich musste am Wochenende fürs ganze Team die Liegestütze machen. Du? Ja. Okay, wie viele waren das? 50. 50? Ja. Das ist ja für eine Teamleistung einen ganzen Spieltag, aber gut. Dann. War das okay, war das okay. Ja, das stimmt. Das sind bei mir... Löcher, da war dann eher... Okay, also da muss man keine machen. Ja. Ach so, ja, dann ist er wiederum schlechter. Ja, das stimmt. Ja, aber bei mir muss ich auf jeden Fall alleine fast 50 machen, manchmal in zwei Spielen. Sowas von safe. Ja, der schon. Aber den muss man eigentlich auch. Den muss man schon. Den muss man schon. Ja, dann switche ich mal zu den Instagram-Fragen vielleicht. Damit wir das hier auch alles. Wie bitte? Ich switche mal zu Instagram. Da kamen auch ein paar Fragen. Vielleicht hat Marcel auch spontan noch eine Live-Frage. Aber erstmal, das haben wir eigentlich schon beantwortet. Wie viel kostet so ein großes Turnier? US Open, hast du gesagt.
Wie viel übernehmen dabei etwaige Sponsoren? Kannst du darüber sprechen? Willst du darüber sprechen? Also, du nicht? Das natürlich, also ja, ich bekomme Unterstützung, aber ja. Wie viel das genau ist, das ja. ist Vertragssache. Das ist ja auch verständlich, genau. Niemanden. Ja, aber komplett ohne wäre wahrscheinlich schwierig. Genau. Marcel profitiert ja auch mal ein bisschen davon. Ist das dass so? Er mal, vielleicht mal einen Ball bekommt, der sonst so in der Mülltonne landen würde. Ja, genau. Der dafür kleines aber schon eingedreht ist. Genau. Da ja, der kleine Süße, dem muss man aber was geben. Dann mache ich gleich das nächste, weil die waren ja mehr oder weniger beantwortet. Was ist dein nächstes großes Ziel? Das ist natürlich schwierig. Ja, mein nächstes großes Ziel natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, Berliner Mixed-Meister, ist ja, klar. Die größte Meisterschaft der Welt, die quasi. Man so, ja, also erstmal hier heute natürlich. Ist ja, ja gut, aber also, das sieht ja schon gut aus, sag ich mal. Ja, nee, also ja, also ich, natürlich will man die Saison, also mit dem Bundesliga-Team natürlich wäre es ganz schön, ich bin zum Finale ja. nicht da. Ich hoffe, dass die Mädels okay. da trotzdem, weil das ja. zeitgleich halt mit der Tour dann drüben mhm. ist und ja, also irgendwie oben so ein TV-Finale ist natürlich immer ganz schön ja. zu sagen, man will gewinnen. Ja, klar, es ist super, ja. aber dafür sind da schon auch ganz schön viele andere da gute. Sind schon ein paar und an so einem gute Tag Ladies muss einfach alles passen, ja. um so ein Finale dann ja. auch zu gewinnen. Aber irgendwie halt diese Top 12 sind ja auch bei uns so die, wenn man das schafft, ist schon immer ganz, ja. ganz gut ein. Da geht auch das Geld los dann quasi? Nee, also wenn du weiterkommst, sag ich ja. mal, also es ist immer ein Drittel bekommt Geld. Ah, okay. Also ja. Ja, also das obere Drittel und die kommen auch weiter. Und die bekommen okay. dann halt auch Geld. Und okay. dann ist auch das Startgeld und auch also ein gutes Plus dann da okay. für das Wochenende ja. auf jeden Fall dann ja. da übrig, okay. sag ich mal. Hm. Ja. Ja, letzte Saison lief es auf jeden Fall ganz gut bei dir, ne? Ja, ja. doch. Kann man so sagen? Kann man so sagen. Mittlerweile ja, okay. auch drei Titel. Genau. Das erste Jahr mit dem Mix, ne? Genau, Jason Sterner. Mix und dann muss ich mir von den Mädels auch immer so ein bisschen anhören. Ja, ist ja nur ein Doppeltitel. Und, ja, gut, jetzt hast du ja den größten jetzt, und jetzt kannst du nicht so sagen eigentlich. Ja. Richtig, ja. Ist Mix wieder geplant? Ich habe ja die letzten zwei Jahre mit Stu gespielt, Stu ja. Williams. Grundsätzlich ist es schon wieder geplant, auch auf jeden Fall. Diesmal ist aber halt danach eine Woche Pause und dann geht es erst weiter. Ah, okay. Ja. Muss ich mal gucken, wie das dann zeitlich halt möglich ist, ehrlich okay. gesagt. Ist ein bisschen ärgerlich. Ah. So. Ja, auch klar, glaube ich. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, ich auch. Hier bin ich auch sehr gespannt. Hier bin ich sehr gespannt. Ja, das ist schon gut, aber kann man nicht meckern, kann man nicht meckern. Hab jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet und die Zuschauer auch nicht. Ich glaube, so wenn man die ganzen Tipps im Mittel nimmt, dann erwarten die eine 450 von dir, so 450, 460. Da bist du auf einem guten Weg, bist du auf einem sehr guten Weg. Wie viel hatte Marcel denn? Nee, wie viel du gespielt hast, als du hier das gemacht hast? Wie viel du hatte? Hab ich schon. Was sagst du? Ich hab gefragt, wie viel Marcel hatte. Ach so. Ja, die ersten beiden hat er verloren. Da hatte ich 4,69. Wird heute schon schwierig. Da haben wir noch drei gemacht. Ah, okay. Ja, Marcel hat mich ja zappeln lassen. Alles mit Absicht gemacht. Okay. Alles mit Absicht gemacht. Also der Spaß jetzt ich schaffe auch keine Liegestütze mehr, ich muss jetzt räumen. Ja. Ja, 10. Frame gleich. Vorher nochmal mich selbst ablenken. Ah, das hatten wir eigentlich auch schon. Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um auch in Deutschland den Bowlingsport attraktiver zu machen? Ja, das haben wir eigentlich mit beantwortet, würde ich sagen. Wie viel Zeit investierst du in den Sport? Gibt es Unterstützung? Haben wir jetzt grundsätzlich auch schon gesagt, aber. Ja, also ich sag mal so in der Vorbereitung, also November, Dezember ist bei mir immer die Zeit, wo es mit dem Training am schwierigsten ist. Mhm. Und wenn dann die Monate geschafft sind von der Arbeit her, ja. Dann geht es eigentlich im Januar jetzt los. Und wie gesagt, ab nächster Woche werde ich es durchrechnen, aber in der Regel versuche ich dann schon fünfmal die Woche eigentlich ja. zu trainieren. Okay. Plus halt Fitness und Sport. Ne? Sehr gut, ja, das war auch oft eine Frage, die ja. immer kam, ob man nebenbei Sport macht. Also ich sage mal, ich habe so einen Montagskörper. Ich habe sämtliche Verletzungen schon gehabt, die man irgendwie haben ja. konnte.
und muss da halt wirklich viel machen, um damit mein Körper das aushält. Okay. Ja, scheint zu funktioniert zu haben auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ja, also ich hatte ja dieses Jahr, also letztes Jahr von Muskelfaserriss bei der Europameisterschaft, mit dem ich dann ja noch zu Ende gespielt habe. Das war schon nicht schön. Ja. Dann habe ich ja 4 Wochen nicht spielen können und dann habe ich immer mal wieder mit dem Rücken Probleme gehabt und so. Und wenn ich dann nicht wirklich, also gerade jetzt begleiten, wenn ich halt wieder viel trainiere, nicht auch Sport mache, dann funktioniert das nicht. Geht nicht. Okay. Wird auch nicht immer. Ja. Ich habe auf Instagram ein Foto gesehen, da war in deinem Daumen irgendwie Ringfinger eine Ader geplatzt. Eine Ader geplatzt, damit hilft wahrscheinlich auch nicht. Ich hatte, ja, das hat ja jeder schon mal gehabt, den Daumen komplett blutig und hat damit noch gespielt. Ja, bei so vielen Spielen, das ist wahrscheinlich auch normal. Ja, eigentlich nicht. Wir hatten da ein bisschen was vom Winkel ausprobiert. Ah, okay. Und das war gut, aber halt nicht für den ersten Tag. Okay, und ja, so Ja, man beißt sich ja irgendwie immer durch, ne? Ja, du scheinbar schon, ja. Ja, andere bestimmt nicht. Doch, solange es irgendwie geht, versucht man es schon, ja. So. So, ja. So, sagt das der noch nichts getan hat, aber... Na, du hast schon einiges getan eigentlich. Also. Schauen wir mal jetzt hier. Ja, Birgit Nogatz. Gut. Muss ich wenigstens mal einen machen hier, das wäre schon mal schön. Da hatte ich eher Glück, dass das nachtwurde. Ja, das ist schon sehr gut. Nutzt die volle Bandbreite der Bahn. Ja, der war auch schön. Die sind gemein. Ja, Marcel ist immer gemein. Ja, kennen wir ja nicht anders, oder? Okay. Oh, ganz starkes Ding. Du bist schuld, weil du nach 3 Frames von der 300 geredet hast. Ach, das war. Ja, dann muss ich das nächstes Spiel früher machen, aber ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Ja. Erstes Spiel schon fast 100 Pins abgegeben. 187 habe ich, Birgit, 261. Also quasi, was die Leute erwartet haben, ist eingetroffen schon mal. Ja, ist das schon mal erfreulich? Schon mal bestätigt. Gut. So, meine kurze Unterbrechung mache ich sonst eigentlich nicht, aber es ist schon sehr lange her, dass ich das Video gedreht habe, deswegen will ich euch ein bisschen auf Stand bringen. Birgit war mittlerweile ja bei der PWBA unterwegs, hat bei 6 von 8 Stops die Top 10 gemacht, also sehr, sehr starke Saison. Ansonsten das Video liken, wenn ihr jetzt noch dran seid. Hälfte habt ihr schon gesehen. Kann also nicht so ununterhaltsam sein, sonst hättet ihr das schon abgeschaltet. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. dann aber gerne einen Kommentar da lassen, woran es gelegen hat. Wenn es an mir liegt, habt ihr Pech gehabt. Sonst wird es wahrscheinlich keiner in diesem Umfang machen erstmal. Alles andere, wenn ich darauf einen Einfluss habe, dann gerne auch Kritik in die Kommentare. Kann ich mit leben, werde ich versuchen aufzunehmen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, ansonsten, es haben einige Leute gefragt, wie man mich unterstützen kann. Damit will ich aber nicht jetzt nerven. Ein Like wäre schon mal eine coole Unterstützung. Das ist alles, was ich jetzt sagen möchte. Der Rest kommt später. Das Trikot, genauso, hängt hier oben. Sieht man nicht so richtig, weil es verschwommen ist. Aber es ist da und ganz zum Schluss wird es dann auch die Bekanntgabe des Gewinners oder der Gewinnerin geben. Und jetzt erstmal viel Spaß weiterhin mit dem Video. Achso, ja. Nee, wir müssen ja so bleiben. Ja, nee, stimmt. Jetzt fängst du mal an. Ich fange jetzt an. Ja, jetzt fängst du mal an. Meinst du, daran lag's? Wer weiß. Okay, wir probieren es. Ich versuch's, ja. Schaden kannst du nicht. Aufholen wird jetzt schon mal schwierig, sag ich mal. Aber ja, es geht ja zum Glück mehr darum, dass wir ein bisschen quatschen. Mehr Talk als Bowl, sag ich. Genau. Oh, Gottes Willen!
Oh, weia. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ja, immer noch keine Liegestütze, das ist schon mal ein Anfang. Ja, das ist positiv sehen. Ich schaue mal, was ich hier noch habe. Ja, ich habe. Vielleicht hat Marcel sogar meine Zettel mitgebracht, da glaube ich nicht. Ich habe die nämlich doch, gestern beim Super Bowl geschrieben. Und dann habe ich sie vergessen, aber jetzt bin ich hier fast durch, glaube ich. Können wir auch so weitermachen. Die nächste Frage. All deine Medaillen und Pokale im Karton oder in einem Zimmer aufgestellt? Also die Medaillen, die deutschen Meisterschaftsmedaillen, die sind tatsächlich in einem Karton. Ja. Und die jetzt kürzlich, also von der WM, EM, die sind im Wohnzimmer tatsächlich mit denen. Mit der Krone, dem, also das, was halt so kürzlich. Aber die Krone darf man auch behalten? Ja, die darf man behalten tatsächlich. Und dann gab es ja noch diesen Kristallpokal quasi. Also das steht schon im Wohnzimmer. Ja gut. Doch. Da gibt es auch nicht viel mehr, was man erreichen kann, so im Bowlingsport, würde ich sagen. Also gibt es in der PWA einen größeren Titel? Das ist ein Major. Ja, US Open halt natürlich, aber grundsätzlich, also wenn ich mir das jetzt nicht dahinstellen würde, dann weiß ich nicht. Ja, dann spricht man gar nicht den Feld. Doch, auf jeden Fall, ja. Okay. Ich parallel schon mal nochmal hier durchgucken. Ja. Jetzt. Angriff. Jetzt muss ich quasi. Wenn ich jetzt, dann nie. Siehst du? Oh. Los geht's! Da muss ich loslegen jetzt. Ja, genau. Selbst das wird nicht reichen. Fast ein Déjà-vu von gestern. Träumen kann Birgit natürlich auch. jetzt wo ich den Zettel gehabt, danke Marcel. Ne? Deine Frage hattest du nicht beendet, aber. Was ist dein persönliches Highlight der bisherigen Bowling-Karriere? Ja, ich glaube, also Gewinn der Queens war schon gut. Hm. Auch tatsächlich letztes Jahr, dass wir im Team die Europameisterschaft gewonnen haben. Das war schon cool, also weil es halt einfach anders ist, ob du dich für dich alleine freust oder halt Team, mit den anderen zusammen. Und also das ist auch das Einzige, was ich halt beim Bowling an sich einfach vermisse, weil es gibt natürlich immer Leute, die sich für dich freuen, aber es ist schon anders, ob du dich halt mit denen wirklich freust. Also weil du das gemeinsam geschafft hast. Ja. Und das ist halt schon, das war schon sehr cool auf jeden Fall. Das glaube ich auch. World Cup lief ja auch gut bei euch, ne? Ja, also ja klar. Also aber dann ist halt, also letztendlich, ich will jetzt nicht sagen, es war halt nur der zweite und es war der World Cup, aber es ist halt trotzdem, wenn du gewinnst und halt das auch wie wir dann gewonnen haben, war halt schon einfach ziemlich cool. Ja. Also klar, World Cup war natürlich auch, also weil es eben auch eine coole Erfahrung war bestimmt. Und, auf jeden Fall. Aber wie ist es allgemein, wo wir dabei sind? Würde mich jetzt persönlich interessieren, PWBA, wie ist da so die Stimmung untereinander? Ist das locker oder im Wettkampf wahrscheinlich nicht, aber so dazwischen? Also man hat natürlich so seine Mädels, mit denen man mehr zu tun hat vor allem auch und mit denen man halt weniger zu tun hat. Grundsätzlich ist es schon relativ, ich will nicht sagen kollegial, aber wenn man jetzt mal, ich sag mal, ein Tape nicht zur Hand hat oder so, dann kannst du da schon auch jemanden fragen und der gibt dir das. Also, und wie gesagt, klar würde ich jetzt nicht jeden wahrscheinlich fragen, aber gibt also ja genug doch im Großen und Ganzen ist das eigentlich schon relativ freundlich, sage ich mal, so der Umgangston. Ja. Okay. Ja, also du siehst das nicht, aber auf YouTube gibt es ja auch einige PBA-Spieler, die ziemlich viel machen. PWA gibt es ja nicht nur Serverklassen. Immer mal irgendwie jemanden dazwischen, der vielleicht, oder jeder hat auch mal einen schlechten Tag oder wenn es nicht läuft oder wo man dann halt auch mit sich dann einfach beschäftigt ist und vielleicht sich in einer Situation anders hätte verhalten können oder so, würde ich niemals also sagen, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, letztendlich geht es ja auch um Geld und manche machen das ja hauptberuflich mehr oder weniger. Also, und es ist ja trotzdem Wettkampf, ne? Also das darf man ja letztlich nicht vergessen. Ja, da freut man sich nicht, wenn der andere Brooklyn wirft, so wie ich vorhin. Ach ja, mein Gott. Also das passiert ja. Hat man ja selbst passiert einem selbst auch. Genau. Dir schon mal nicht, aber
Sah jetzt noch nicht so aus, als würde das großartig passieren, zumindest heute. Also ich werfe auch links rein, aber ich glaube, du könntest jedes Bundesliga-Team fragen, mit dem ich hier gespielt habe, das ist kein Streik. Okay. Also das ist passiert einmal die Saison, dass ich links reinwerfe und das tatsächlich auch ein Streik ist. Okay. Also, ja, da habe ich Glück, dass es bei mir ist größere Quote als in der rechten Gasse, glaube ich. Nee, das glaube ich jetzt auch. Ja, das ist so ein Phänomen irgendwie. Also klar, ich werfe ja auch mal links rein. Aber es ist ganz selten, dass dann ein Streik wird irgendwie. Also. Okay. Ah, vielleicht sehen wir das ja heute noch, würde mich freuen. Da sind auch wirklich keine Zweifel da in den Dürfen. Ne? Das ist schon. Ja, ist auch schön anzusehen, muss ich sagen. Danke. Ja. Mach mal einen. Bei mir leider nicht. Los. Aber. Ah. Ja, hätte. Hätte auch passieren können. Aber es hätte auch der Film bestellen bleiben können und dann wäre Mist. Ja. Und linke Seite habe ich zurzeit Probleme. Also das ist jetzt Liegestutzgefahr. Ja, dann. Auweia. Ja, ganz sicher. Ja, so sicher war der jetzt nicht. Doch, ganz sicher. Ja, sicher ist, dass ich noch mehr Fragen habe, auf jeden Fall. Vielen Dank übrigens dazu, ne, alle, die da Fragen einreichen. Freut mich sehr. Es gab ja einige TV-Finals mittlerweile. Da war jetzt von mir zwischendrin die Frage, wie viele waren das, weißt du das? Und hast du ein bestimmtes Ritual vorher? Also ich bin halt grundsätzlich der Spieler, der gefühlt immer als letztes von allen auf der Halle ist. Also gerade, die sind alle gerne so eine Stunde vorher da. Ja. Ich mag das einfach nicht, weil je länger ich halt Zeit habe, über alles nachzudenken, desto, also ich mag das einfach nicht. Ja. Und bei den TV-Finals ja so, dass wir theoretisch, also wenn die Show um 18 Uhr beginnt, dann geht das halt schon um 14, 15 Uhr los. Also mit theoretisch kannst du dann Make-up, Maske, wann die Bahn eingeschaltet werden, die Trainingsbahn. Ja. Und also ich komme dann wirklich zu dem, dass ich dann natürlich auch mein Training mache. Und bei den Queens war es ganz gut tatsächlich, dass wir ein Physio da hatten, wo ich vorher noch mal war, weil ich so ein bisschen Probleme mit der Schulter und dem Rücken hatte, der das halt alles noch mal schön aufgewärmt hat. Aber ansonsten ist es halt ein Tag wie jeder andere ja irgendwie auch. Du stehst auf, frühstückst. Letztes Mal bin ich sogar, also bei den Queens bin ich vorher noch eine Runde joggen gewesen. Ah, einfach gut. Kopf ein bisschen frei bekommen, ja. Genau, Kopf frei kriegen, um einfach ein bisschen wach zu werden, sage ich mal. Das war natürlich morgens und nicht direkt unmittelbar davor, das ist klar. Aber ja, und dann versuche ich mich da irgendwie so viel wie möglich abzulenken. Gar nicht so viel dran zu denken, Ja, doch. No. Also, und am Ende macht es halt schon Spaß einfach, ne? Ja. Also, schon mal. Ja, das glaube ich. Das ist auch was anderes, ne? Habe ich vorhin schon gesagt, Birgit, dass er die Einzige, die jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gewöhnt ist, dass hier auch mal ein Licht aufgestellt ist. In der PBA oder WBA ist ja noch mehr. Dann kommst du auch von vorne anscheinend mehrfach. Genau, also wir hatten das auch schon, wo dann mal was abgehangen wurde, weil es einfach so sehr geblendet hat. Okay, also es ist schon ungewohnt. Ja. Und gerade auch, wenn die dann an der Seite ja auch sitzen teilweise. Ja, wenn die sich bewegen, lenkt wahrscheinlich auch ein bisschen ab. Ne? Ja, genau. Ja. Also, wahrscheinlich ist es nicht mehr so schlimm wie vor 20 Jahren, wo noch die richtigen Halogenscheinwerfer waren und dann waren wahrscheinlich 50 Grad auf einmal. Also das geht schon letztendlich, aber man muss halt irgendwie versuchen, das natürlich alles auszublenden, ist klar. Okay, danke für diese Beantwortung. Jo. Und dann bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Der war weiter außen als die anderen, aber das kommt auf jeden Fall zurück. Ja. Ja.
bin ich erstmal glücklich mit. Was würdest du sagen, sind so deine Stärken? Sascha hat auf jeden Fall von deiner beim Bowling so. Also Sascha hat auf jeden Fall von deiner Vielseitigkeit geschwärmt. Genauigkeit oder was würdest du sagen? Liegt dir besonders gut? Also jeder hat ja irgendwie so sein, ich sag mal, A-Game, was ihm halt irgendwie ganz gut liegt. Und fand es ganz interessant, also ich erzähle das auch immer, als ich mich auf die Tour vorbereitet habe, war ich auch bei Tobias er hat mich dann gefragt, was denn mein Ziel ist. Und ob ich halt, also ob mein Ziel ist, jeden Cut zu schaffen oder ob ich mal den Cut schaffen möchte und einmal oben dabei sein möchte. Okay, ja. Also ja. Wo es halt quasi darum ging, möchtest du eins richtig gut beherrschen oder alles du alles ein bisschen. Ja. Und natürlich fängt man dann an zu überlegen und sagt, na natürlich würde ich gerne eins richtig gut können und alles irgendwie ein bisschen. Ja. Und ja, so über die Jahre ist das halt natürlich, ich habe immer versucht, irgendwie so das, was mir wirklich gut liegt, beizubehalten. Ja. Aber auch, also gerade dieses von ganz außen oder ganz tief, das fällt mir nach wie vor ein bisschen schwer. Aber grundsätzlich bekomme ich alles mittlerweile irgendwie so ein bisschen hin und das jetzt auch nächste Woche dann halt oder morgen dann nochmal so diese Trainingsinhalte draufgelegt werden, um halt die Schwächen so ein bisschen, zumindest nicht zu einer Schwäche, sondern dass es halt okay ist. Ja, ja. Dass man sich keine Sorgen vorher schon macht. Genau, wenn also denkt, wenn oh halt Gott, so ein Pattern kommt ich und nicht, denkt, oder? Oh Gott, Panik. Ja, Hausschuss Heide scheint schon mal zu funktionieren. Ich kann dann nochmal einwenden, bei Gelegenheit. Wäre es jetzt für einen Hausschuss schon fast schwer? Ratio 1 zu 5, 19 Milliliter, 40 Fuß, so. Da gibt es ja wesentlich höhere Ratios, aber ja. Ja, aber die für dich ist dann natürlich nicht leichter, schwer. Finde ich. Weil dann der Übergang ja meistens noch extremer ist von Hook und Drop. Also, okay. Ja. Aber ich habe leider keine Ahnung. Das ist ja nicht schlimm. Muss man ja auch nicht. Wenn man, also das ist okay. Und gar keine Ahnung, glaube ich, hab ich. Also so ist es, glaube ich. Ich habe ein paar Videos gesehen halt. Und mit ein paar Leuten konnte ich jetzt schon reden. Das ist schon mal gut. Hier. Mann, ey. Richtigen Moment losgelassen. Da! Da war schon die Lache von Marcel da im Hintergrund. Ich hoffe, ich stand im Weg, damit man nicht gesehen hat, wie schlimm das war. Ach, ja, na gut. Na gut, ich bin auch wirklich, heute bin ich aufgeregt. Heute bin ich aufgeregt. Musst du nicht sein. Ich guck mal noch, ob ich hier schnell eine Frage finde, die wir noch nicht hatten. Wie schaffst du es in entscheidenden Drucksituationen, die Nerven zu behalten, kam noch? Also ich selber habe mich ich habe ein, zwei Bücher gelesen oder mittlerweile auch zwei, drei, keine Ahnung wie, aber und wie man halt gewisse Atemtechniken, wie man sich halt auf gewisse Dinge konzentriert, fokussiert oder auch ausblendet halt eben. Und das hat mir persönlich eigentlich ganz gut geholfen. Ja. Also da halt wirklich, wie gesagt, so gerade diese Atemtechnik und also solche Geschichten da dann irgendwie sich wirklich, also wichtig ist für mich auch immer, man sagt ja immer, ja, man muss sich auf sich konzentrieren und nicht, was der Gegner tut, weil man es nicht beeinflussen kann. Und das muss man halt aber wirklich verinnerlichen. Also das ist wahrscheinlich schwierig manchmal, aber am Ende ist es halt so, ich kann nicht beeinflussen, was der Gegner tut. Ja. Und kann halt nur sich letztlich wirklich auf einen selbst konzentrieren und versuchen, das dann irgendwie das Bestmögliche zu tun natürlich. Ne? Man kann nur wie Marcel versuchen, den Gegner zu beeinflussen und irgendwas erzählen, dass der Finger abgeknickt ist oder so. Ja, aber das macht man in solchen Momenten dann sollte auch man wahrscheinlich nicht, weniger, ne? Ja, genau. Ja, und ich denke auch, da ist der Kopf schon das Wichtigste mit, ne? Weil Bowling spielen können alle. Genau. Letztendlich also entscheidet, wer am coolsten bleibt, sind denke dann ich. Halt diese, also klar, es ist manchmal auch, also Ballreaktion oder das ist natürlich schon wichtig, gar keine Frage, aber wenn du halt in dem Moment das, also am Ende gewinnt halt der das wirklich will. Also der davon überzeugt ist, dass es in dem Moment heute macht das. Kann. Ja, 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 das ist einfach. Ja. Also und da gehört, also es spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja, das glaube ich. Fall. Ja, da muss ich jetzt mehr an mich glauben. Ja, richtig. Aber das ist ja rechnerisch schon fast vorbei hier, die Kiste. Du hattest ja hier fast 90 vor. Aber ja, ich schaue mir das mal an. Ja. Aber ich hätte es auch nicht verdient, hier mitzuhalten. Das war schon wesentlich besser. Wenn man gewinnt, hat man es auch verdient. Ja. Naja, du wirst es auch verdienen hier, das glaube ich auch. Ich mach mal noch einen. Versuch mal noch einen.
nur eine 9. Siehst du? Das ist ja schon Wahnsinn. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Hör, ruft an. Möchtest du zuerst oder soll ich den versuchen abzuholen? Nee, räum den mal. Versuch's mal. Ich guck mir das mal an, wie man das macht. Vielleicht brauche ich das später nochmal. Ja. Wieder 10. Nee, war okay. Ah, habe ich nicht genug gedreht. Oh, nee. Naja, gut, schade. Ja. Ja, aber ich habe noch eine Frage entdeckt. Na dann. Die ist allerdings, die kam so ähnlich schon mal. Nachdem man so viel im Bowlingsport erreicht hat, was sind die nächsten Ziele für die Zukunft? Also auf jeden Fall jetzt mixed, hast du gesagt. Ja, ja, da habe ich einfach Lust drauf. Also da freue ich mich drauf. Ja. Und dann ist natürlich, also die Tour, gar keine Frage. Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an, ob dieses Jahr dann noch eine WM stattfindet oder nicht. Wenn ja, wo und in welcher Form. Und das ist natürlich immer irgendwie auch, ja, auf jeden Fall interessant. Ne? Okay. Ja. Mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall noch einen guten Wurf zu machen vielleicht. Das wäre mal wieder an der Zeit. Ja, auch der war schön. Ja, ich muss auf die linke Gasse gehen. Das bringt einfach mehr. Da fallen die besser, meinst du? Ja, scheinbar. Ja. Nee, war nicht geplant. Aber heute ist sehr schlimm bei mir. Sascha hat noch gefragt, bekommst du mit, wie viel in Deutschland mitgefiebert wird, wenn du in den Staaten bist? Von den Leuten, die mir schreiben natürlich, ne? Ja, also, klar, ja, den muss man also, erst mal können. Ja, aber es sind ja natürlich Familie, Freunde, also da hat man ja seine, ich sag mal, engen Freunde, die halt auch mal nachts wach bleiben oder wie auch immer. Und das bekommt man dann schon mit und gerade nach so einem Titel schreiben dann doch ja auch der ein oder andere halt auch nochmal. Also, ich weiß auch nicht, wie viele da wirklich denn live gucken, ist ja auch immer nachts. Also ich glaube, so dann, viele sind das tatsächlich gar nicht, weil es halt schon von den Zeiten ist und es ist natürlich auch, also Bull TV, die das ja übertragen, aber das muss man ja eben auch abonnieren und bezahlen. Genau. Das war bei mir zum Beispiel auch. Halt auch ich hatte Flow Bowling, damit ich PBA gucken kann. Ja. Dann habe ich gesehen, du kommst ins Finale, wollte das gucken, war auf Flow Bowling nicht, dann musste ich noch ein Abo abschließen für Bull TV. Und das macht natürlich dann auch nicht jeder, ne? Weil also die sind ja auch schon teuer. Was halt ja ganz gut ist, dass also Bull TV ja PBA und PWBA überträgt. Ja, das ist jetzt gut. Und halt auch alles an College Bowling und so weiter. Also wenn man da Lust hat, dann ist das halt schon auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, Ja, doch. Also normalerweise sind es auch relativ viele Bahnen, die da mittlerweile übertragen werden. Ja. Ja, das ist schon ganz gut auf jeden Fall. Aber wenn jemand was live sehen will, dann Bull TV auf jeden Fall. Ein Abo sich gönnen. Ja. Dann kann das auch also nur für ein gewisses Event abschließen. Ah, also, dass jetzt? Es halt nur einen Monat ist oder eine Woche oder so, das geht halt auch. Man muss nicht das Jahresabo halt abschließen normalerweise. Wie da jetzt ganz genau die Kosten sind, nachdem... Ja, also bei mir waren es $30 für einen Monat. Ja. Genau. Also ich glaube, es gibt irgendwas, so ein Tages- oder ein Turnier kostet irgendwie $8 oder so, das ist das kann man mal machen. Ja, genau. Was ist das denn? Ja, das ist auf jeden Fall, da müssen wir nochmal die Zeit für uns angucken, was da passiert ist. Der war eigentlich schon umgefallen, wurde dann wieder vom anderen Finn weggeschlagen. Der wollte nicht.
Der steht doch. Also wie kann der denn noch stehen? Der steht doch auf der Kante. Der steht auf der Kante. Der guckt sogar ein Stück rüber. Muss ich jetzt in die Rinne werfen, damit ich den treffe oder was? Aber auch das ist natürlich kein Problem. Ja, zumindest bin ich bisher den Liegestützen davon gekommen. Hast du das gut gemeistert auf jeden Fall, ja? Zumindest das, ja. Die Anwürfe nicht so, aber ja. Das räumen wir halbwegs in Ordnung. Definitiv. Ich muss gleich nochmal zoomen, ob ich irgendwo eine Frage finde. Muss ich, glaube ich, danach mal rausschneiden, weil ich jetzt erstmal gucken muss, ob ich hier noch irgendwas finde. Nicht, dass ich jemanden unterschlage hier. Ah. Hast du noch was? Ich habe noch eine Frage gefunden. Wie gerne hast du Linkshänder? Ja, sehr gerne natürlich. Kam von einer Linkshänderin übrigens. Ja, Laura, schöne Grüße an dich. Du bist immer mein Lieblingslinkshänderin bleiben. Ja? Mein Lieblingsdoppelpartnerin und überhaupt. Ja. Sorry, Bianca, ne? Also meine Schwester natürlich auch, sehr klar. Nee, aber ich habe nichts gegen Linkshänder. Also ich glaube mal, gerade im Frauenbereich sind das ja auch tatsächlich nicht viele. Mhm. Und am Ende sind wir alle Menschen. Ne? Also hast du halt immer mal Turniere oder Wochenenden, wo das schon zu sehen ist, dass da ein Unterschied ist. Mhm. Ist einfach so. Ja, aber spielt sich auch anders ab, ne, ja, wenn nicht so viele da sind. Ja, ist so, aber es ist ja auch oft so, dass es halt vielleicht nicht so ist. Also ich sag mal, gerade wenn die Pattern relativ flach sind und das Ratio sehr gering und sich das bei uns halt irgendwann öffnet, haben die das nicht. Ja, genau. Von daher ist es klar, wird Lächte immer direkt gestöhnt, oh, die Linkshänder haben das leicht dieses Wochenende, aber es gibt halt auch Wochenenden, wo es halt eben nicht so ist. Von daher. Ja. Letztendlich kann man auch nichts dafür, dass man Linkshänder ist oder wie also, man auch immer das sehen will. Manche haben ja sogar umgelernt. Ja, ich weiß so, wie Olli Raut hat, also da kam auch immer diese, der hat ja eine Zeit lang auch da bei uns im Norden gewohnt und da kam immer so, ihr hattet damals die Wahl, das auch einfach zu machen. Und das finde ich halt immer recht treffend. Also klar, also ja, hatte man natürlich irgendwie nicht, aber letztlich ja schon. Und, aber es ist, also ich habe nichts gegen Linkshänder. Ja. Nein. Also ich habe auch nichts gegen Weithänder, ich habe auch nichts gegen Uretan. Also es ist halt einfach anders mittlerweile. Ja, und letztendlich man muss sich halt hat man einfach auch, mit abfinden, anpassen, man kann es ja selber auch machen. Gegebenenheiten halt, genau. Also, genau. Also in den Staaten, also, ich weiß nicht, gibt ja diese eine Reportage mit Belmo. Da gibt es ja so einen extremen Gegner gegen Weithänder, der auch so eine Hosen anhat mit Weitbänder verboten, weiß ich nicht. Letztendlich, wenn man sich daran stört, dass sie schneller werfen, mehr Umdrehung haben, dann kann man es ja selber auch machen. Also genau. Verstehe ich das also Problem ich nicht. Also ich könnte nicht, ich habe das versucht, das ich auch. Mir also links alles. Könnte ich noch weniger, aber... Ja, 100 schaffe ich meistens, aber mehr auch nicht. Aber nee, also ich finde, das ist halt, letztendlich wandelt sich das halt, das ist einfach so. Und gerade für die Jugendlichen ist das natürlich relativ attraktiv, weil sie natürlich sehen, wie der Ball da um die Ecke fliegt. Und gerade für die ganz Kleinen ist es natürlich auch einfacher, also weil der eben nicht so schwer ist dann, aber... letztendlich bringt es halt nichts. Also ich hatte natürlich auch eine Zeit, wo mich das mit dem Uretan so ein bisschen genervt hat. Mhm. Aber am Ende bringt es halt nichts und man muss das halt akzeptieren und entweder macht man es halt mit oder lässt es halt. Ja. Also man muss da halt einfach mit der Zeit gehen dann am Ende. Ist einfach letztlich so. Ja. Weise Worte, wie zu erwarten. Ja, ist halt leider so. Ne? 9. Frame. Ja, das Ding ist auf jeden Fall insgesamt schon gelaufen für mich. Aber oh. Déjà-vu. Ja, kommt zu spät leider. Da! Oh, weia, das war auch wieder so ein Büscher. Stand wird heute auch irgendwie überbewertet. Ja, können wir alles in der Zeitlupe uns nochmal angucken, wenn später wir jetzt wirklich hin. Ansonsten, wie kamst du zum Bowling? Das ist auch mal eine Frage. Ja, meine Eltern haben eine Bowlingbahn, der Klassiker. Club Bowling, ne? Genau, und ja, dadurch habe ich halt eigentlich schon ganz klein letztlich angefangen und ich, ja, eigentlich nie aufgehört. Also habe immer irgendwie weitergespielt. Und, aber wie Marcel, nur dass Marcel nicht mehr trainiert, aber sonst... Den Finger schneide ich hier rein. Braucht er ja nicht, ne? Er ist ja auch so gut.
Der hat sich nötig, ja. Der hat sich nötig. Aber vielleicht hätte er sonst schon die ersten PBA-Titel als Mann geholt, wenn er mal trainieren würde. Ja. Vielleicht kriegen wir noch dazu, ne? Vielleicht, was vielleicht. Sein? Auch mal trainieren? Ach so, schlechte Akustik darum, ja. Wäre gut. Aber schaffe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Oh, der Zehner mal. Das ist so ein verrückt. Oh, ist nochmal gefährlich jetzt, ne? Für die Liegestütze. Ja, ich glaube nicht, dass es bei dir gefährlich ist. Bei mir ist es gefährlich auf jeden Fall. Ja, der war locker auf jeden Fall. Weißt du da deine Quote? So in etwa? Nee. Hast du also keine Statistiken? Es gibt ja manche, die schreiben sich jeden Wurf auf, was da passiert ist. Ja, das Bahnen stimmt. Aber also ich habe das mal eine Zeit lang versucht, ja. Aber das ist irgendwie, ist das nicht meins. Ja. Also ich schreibe schon auch einiges auf. Ich habe auch ein Buch, wo ich zwischen den Würfen, Spielen, gerade im Matchplay halt ganz viel mitschreibe, wo ich dann auch sämtliche Schimpfwörter aufschreibe, um die nicht laut zu sagen. Okay. Um da den Frust abzulassen. Ja, genau. Okay. Also, das geht natürlich nicht, dass du dann da rumfluchst oder so, aber es gibt natürlich Momente, wo man frustriert ist oder wo man halt, also wo ich dann aber auch aufbauende Worte reinschreibe, ne? Also, dass man halt das kann und also das schon auch. Also so das ist interessant. Was man halt selbst redet, schreibe ich dann halt ganz gerne auch, um das halt, weil ja nicht immer jemand dabei ist, ne? Wenn du halt alleine bist und gerade im Matchplay. Schreibst du auch was zu den Hallen auf, so an sich, wie sich die Bahn verhalten? Ja, schon. Wir sind ja manchmal auch auf, also doch, das schon. Also gerade im Training natürlich auch und dann auch in den Blöcken, also wann ich welchen Ball gewechselt habe, auf was ich gewechselt habe, ob halt auf poliert, solid, Aufstellpunkt, solche Geschichten, doch, das schon. Und auch, ob die in sich halt unterschiedlich sind, die Bahnen oder so, das mache ich schon. Ja. Was sagst du jetzt zur Bahn 1-2, was würdest du da aufschreiben? Kann man das schon sagen? Nee, also ich finde die ist jetzt echt okay, ne? Also, also vielleicht eine Leiste oder was habe ich jetzt unterschiedlich gestanden, aber das war jetzt nicht. Ja, bei mir heute auch. Manchmal ist es mehr gefühlt. Ja. Aber gut, bei mir ist sowieso, ich bin ja nicht so genau, da merkt man das auch nicht so genau, wie die Bahnen unterschiedlich sind. Das ist ein Problem, aber. Nee, aber das war doch gut spielbar jetzt. Okay. Jetzt muss ich mal versuchen, hier den Zehner zu räumen, ne? Das machst du jetzt mal. Das mache ich jetzt. Ja. Willst du Liegestütze sehen oder was? Schaffst wie du viel zehn, hattest oder? Du? Jetzt eine Ratte werfen oder was? Keine so Liegestütze. Davon gekommen. Ich bin ein bisschen ohne Liegestütze durchgekommen. Ja, nee, das war auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Ja, der war gut, der war sehr gut. Dann müsste ich jetzt vielleicht auch noch mal meinen zweiten halbwegs okayen Strike werfen. 7 haben. 7? Ja. Damit ich nicht 100 mehr habe. Oh ja. Oh, dann, jetzt muss ich mich. Jetzt bin ich nervös schon wieder. Oh, das war vielleicht der beste. So wie unser Druck funktioniert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja. 381. Ich glaube, mein Papa hat 381 getippt für mich. 380, ja. Und 400. Ja. Ja. Unterschätzt. Nee. Für Birgit 478. Ja. Sehr stark. Sehr stark. Danke. Wie zu erwarten eigentlich. Haben ja viele auch getippt in der Richtung. Ja, doch. Ich weiß jetzt leider im Kopf nicht, wer gewonnen hat. Werde ich später nochmal einblenden, weil ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse natürlich im Kopf. Aber irgendwer wird dieses wunderschöne Trikot bekommen von Birgit. Kannst du vielleicht noch unterschreiben? Sagen, oder also je nachdem, wer das gewonnen, kann ich es unterschreiben oder nicht. Also das ist dann je nachdem auf Wunsch. Ich guck mal, wer gewinnt, dann schreibe ich denjenigen an, dann schreibe ich dich nochmal an, falls es unterschrieben werden soll. Das bekommen wir genau mit Kraftwerk. Vielleicht streame ich da mal oder so, wenn das passt, dann bekommen wir das bestimmt alles hin. Genau. Ansonsten vielen Dank, dass du das mitgemacht hast überhaupt. Gerne, ne? Ist ja quasi Superstar des deutschen Bowlings, wenn man das so sagen kann. Ne? Ist nicht selbstverständlich, dass du
hier beim Borilla auftauchst. Ach, na klar, ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Nee, ich finde es super, was du machst, wirklich. Ja, danke schön. Ja. Aber du guckst ja gar kein YouTube, kannst du gar nicht wissen. Doch, aber ich kriege das ja mit, dass da was gemacht wird. Ja? Immerhin. Das ist ja, ja nicht. Ja. Ja. Okay. Ja, nee, wenn du abschließende Worte hast, gerne. Ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall. Wer bis hier geguckt hat, hat sich das ja auch angeschaut. Würde ich mal so vermuten. Ne? Würde ich vermuten, hoffentlich. Und ja, also es gibt bestimmt mehr Leute, also Leute, ich weiß, es gibt viele, die YouTube gucken. Ja, ein paar gibt es schon. Von daher, in den Staaten gäbe es mehr. Aber abonnieren auf jeden Fall. Und, ja, danke. Ja. Ja, eine Sache ist natürlich Go noch. Bowling. Muss ich schnell nochmal rausrennen aus dem Bild? Witzigerweise habe ich auch gar keinen silbernen erst mitgenommen. Ah. Aber es gibt natürlich noch als Preis für den Sieg den goldenen Bowl & Talk Borilla Ring. Herzlichen Glückwunsch dazu. Cool. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Danke an das Publikum heute. Heute mit Live-Publikum. Ja, vielen Dank. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert den Kanal, würde ich mich sehr freuen. Kommentiert drunter, falls ihr noch Fragen habt oder ich was vergessen habt. Dann bekomme ich das bestimmt hin mit Birgit, die im Nachhinein nochmal zu beantworten. Das kriegen wir hin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi. So, und wie angekündigt, melde ich mich nochmal. Zum einen das Gewinnspiel. Wir haben jetzt gesehen, es sind insgesamt 859 Pins gefallen. Und tatsächlich lag mit 861 Pins eine junge Nachwuchssportlerin sehr nah dran, nämlich die Fiona Lindemann. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Gewinnspiel gewonnen. Wir haben auch schon geschrieben, wir sehen uns wahrscheinlich jetzt am Wochenende in Gentin. Da kann ich das Trikot, den Ballcup direkt übergeben. Und wenn du möchtest, können wir natürlich von Birgit das auch noch widmen lassen, unterschreiben, wie auch immer. Das ist schon mal cool. Freut mich sehr, dass es Fiona getroffen hat. Wer sie nicht kennt, ich blende kurz mal ein Video ein. Das ist ein bisschen älter. Mittlerweile hat sie auch auf 14 Pfund umgestellt. Denke mal, eins der großen Talente bei uns in der weiblichen Jugend. Deswegen sehr passend, wenn dann quasi die Grande Dame des deutschen Bowling-Sports, unsere Queen, quasi ihr Trikot an den Nachwuchs abgeben kann. Das finde ich cool. Ansonsten, was haben wir noch? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bettel nochmal um Likes. Wenn es gefallen hat, dann liken. Wenn nicht, dann bitte kommentieren, woran es gelegen hat. Und ich hatte angekündigt, es haben tatsächlich öfter mal Leute danach gefragt, wie man mich unterstützen kann. Und ich hatte nicht immer so eine richtige Antwort drauf, außer ein Abo dazulassen, den Leuten zu sagen, was ich für Videos mache, dass es eventuell cool sein könnte, dass man sich die anguckt, ein Like da lässt und mich so unterstützt. Ab 1000 Abonnenten würde man von YouTube Geld bekommen. Also die Werbung bleibt die gleiche wie jetzt, nur dass nicht YouTube alles einsackt, sondern man einen kleinen Prozentsatz abbekommen würde. Ansonsten habe ich für den Fall, weil Leute wirklich öfter gefragt haben, was sie machen können, so ein PayPal.me eingerichtet. Ist unten der Link, da könnte man eine Spende lassen, wenn es jemand machen will. Und ich sage ausdrücklich, ihr müsst es nicht machen, auf keinen Fall. Aber da manche wirklich energisch danach gefragt haben, habe ich es jetzt eingerichtet, könnte man machen, und wenn da jemand Geld spendet, zum einen vielen Dank und zum anderen kann ich versichern, dass es zu 100% in diesen Kanal einfließen wird, neue Technik oder die vorhandene Technik finanzieren, neue Ideen umsetzen, da habe ich auch einige, die ein bisschen Geld immer kosten, und dann würde ich mich freuen. Allerdings vielleicht eine sogar noch bessere Variante wäre, Hambone zu unterstützen. Das ist ein Podcast, den ich zusammen mit Alex Fellmann und unserem Nationalspieler Sandro Brandt mache. Da gibt es auch eine Patreon-Seite und einen PayPal-Link für Spenden. Wenn ihr da unterstützen wollt, würde ich mich auch freuen. Links sind alle unten. Und wenn ihr da spendet, unterstützt ihr halt gleich drei Leute, die sich im Bowlingsport einsetzen, das ein bisschen voranzutreiben. Die Berichterstattung, Livestreams, Podcasts, alles Mögliche. Deswegen wäre das vielleicht eine sogar noch coolere Variante, so insgesamt für uns drei. Ansonsten, wie gesagt, die Option gibt es jetzt auch. Und ja, mehr habe ich dann eigentlich erstmal nicht. Ich bedanke mich vielmals. Auch nochmal vielen Dank an Birgit, dass du das mitgemacht hast. Auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Wir haben uns davor noch nicht oft gesehen, das dann so zu machen, als unser Superstar der PWBA, ist für mich auf jeden Fall nicht selbstverständlich gewesen. Freut mich sehr. Wenn ihr mehr von Birgit sehen oder hören wollt, dann Hambone abonnieren, mal bei dem Podcast dranhören. Bietet sich an, wenn man zu Turnieren fährt, lange auf der Autobahn unterwegs ist, dann kann man da immer mal reinschalten. Und da hat Birgit auch so eine Extra-Kategorie, Ask the Queen. Da kann man quasi im 2-Wochen-Rhythmus immer eine Frage stellen. Und Birgit wird die im Podcast beantworten. Also, falls ihr mehr von Birgit erfahren wollt, hier nicht alles beantwortet wurde, dann zum einen die bisherigen Podcasts anhören.
hören und eventuell für die nächsten eine Frage stellen. Genau, mehr habe ich nicht. Ich bedanke mich nochmals. Habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal. Aber wer es hier durchgehalten hat, knapp über eine Stunde, besten Dank. Ich freue mich, dass ihr da seid, ich wieder was machen konnte. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke euch.